Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Play Final Fantasy 7. Ja, das ist meine erste Folge, die ich aufnehme nach meiner etwas ziemlich langen doofen Pause, aber lasst uns keine Worte darüber verlieren, dafür habe ich eigens extra ein paar Videos gemacht, von daher werden wir hier uns lieber darauf konzentrieren, das Spiel jetzt weiterzuspielen. Letzte Mal haben wir ja eine ziemlich neue Substanz bekommen, und zwar die beste Substanz im Spiel, zumindest vom Namen her, und zwar die Alexander-Substanz. Ich kann ja mal gucken, ob ich die irgendwem... Ach ja, Red hat die schon, sehr gut. Ja, die muss ich euch eigentlich mal unbedingt zeigen, weil allein bei dem Namen schon muss die ziemlich awesome sein, da müsst ihr mir wohl recht geben. So, und das wurde uns ja im Vorhinein in dieser Hütte von diesem Kerl schon angekündigt. Wir müssen jetzt ganz, ganz vorsichtig sein beim Klettern. Denn wenn wir zu kalt werden, sterben wir. Oder beziehungsweise erfrieren und müssen dann nochmal klettern. Und darauf hat natürlich keiner von uns Lust. So, es gibt auch eine Besonderheit hier beim Klettern später. Da muss man hier und da eine Abzweigung nehmen und darauf achten, wo man genau jetzt lang klettert. Aber das ist bloß zweimal, von daher ist das nicht wirklich schwer, sich das zu merken. Es gibt hier übrigens auf diesen Klippen trotzdem Zufallsbegegnungen. Also nicht, dass ihr glaubt, hier ist völlig Friede, Freude, Eierkuchen. Das kommt trotzdem noch vor. So... Und vor allem möchte ich eigentlich ehrlich gesagt auch endlich mal so eine Zufallsbegegnung, denn es gibt gewisse Gegner hier, von denen ich gewisse Feindeskönnen haben will. Irgendwie ist mir das Glück heute nicht hold. Naja, klettern wir halt weiter. Und damit kommen wir direkt in die erste Höhle, die ziemlich übersichtlich aufgebaut ist, aber ein ziemlich geiles Item für uns bereithält. So, hier können wir einfach mal so durch. Dann hier hoch. Und wenn wir hier hochgehen, sehen wir direkt... Ah, hier sind so Eissplitter, da kommen wir nicht weiter. Aber das dauert nicht lange, bis wir da lang können. Was für einen Feind haben wir denn? Ach, irgendwelche Fledermäuse, okay. So, dann werden wir doch einfach mal Alexander testen. Oh, der kostet 120 MP, also eigentlich ist das jetzt gerade totaler Overkill, dass ich ihn jetzt verwende, aber ich will es euch mal zeigen. Urteil. Ja, ich fälle ein Urteil, selbstverständlich. Alexander ist immer in den Final Fantasy Teilen so das jüngste Gericht. Oh ja, Mr. Badass. Ja, das sind auch mal eben 5000 Schaden für jeden. Von daher, ne, ich glaube, wir können uns nicht beschweren. Das jüngste Gericht scheint ziemlich effektiv zu sein. Da fällt mir ein, es ist schon so lange her, dass ich das hier gespielt habe. Ich muss mal gucken, wie es mit den Limits eigentlich aussieht. Genau, das war immer noch Ebene 3. Hier muss ich Ebene 3 öfter einsetzen. Und hier muss ich Ebene 2 einsetzen und ein paar Kills sammeln. Okay. Kriegen wir hin. Naja, wir haben ja keine Wahl, also gehen wir mal hier lang. Und jetzt ist eine Sache ganz wichtig. Lauft hier weiter. Haha! Und schon kriegt ihr eine zweite Schleife. Und die werden wir nochmal sofort ausrüsten, weil nichts geht über Schleifen. Wo haben wir's? Anti-abnormale Stati. Ja, so kann man es auch nennen. Jetzt habe ich schon mittlerweile schon zwei Schleifen und die brauchen wir auch dringend. Denn dadurch ist man ja quasi gegen so gut wie alle Statusveränderungen immun. Also gegen die negativen. Und das ist bei einem gewissen Gegner, den ich auch begegnen will gerade, sehr, sehr praktisch. Ein Speer. Wer kann diesen unglaublich fantasievollen Waffennamen nur brauchen? Sid natürlich. Oh. Okay. Es ist ein Schlitz weniger, dafür ist die Verstärkung doppelt von den AP her. Das gefällt mir. Was haben wir denn hier? Wiederherstellen? Alles ist gut. Feines Können, ja. Kann ich das austauschen? Ach nee, ich wollte Shiva und Element ja da drin haben, genau. Nee. Chocobo Köder. Hm.
Kiata. Na, dann scheiß... Upsala. Dann scheißen wir einfach mal auf Kiata. Ja, HP Plus kann ruhig weiter trainiert werden. Geht dann auch ziemlich schnell. Okay, ja. Wir nehmen den Speer. Doppelte AP, immer gut. So, ja, jetzt hier lang. Aber wir brauchen mal ein paar Feinde. Da, danke schön. Gib mir doch mal Zeit. Schon wieder solche? Na gut. Das ist dann wohl ein Fall für Sid, der ein bisschen die Kills braucht. Was setzen wir denn mal so ein? Beta, Aqualung, ein Beta. Oh, habe ich Cloud genommen? Upsala. Das war jetzt unnötig. Naja, passiert. Kann man ja mal passieren, ne? Ja, ja, ja. Upsala. Die XP sind gar nicht schlecht dafür, dass es eigentlich doch ziemlich leichte Gegner sind. Dann müssen wir hier weiter. Und hier finden wir einen Stein. Natürlich verschieben. Das kann uns ja nur Folgendes bringen. Wie uns diese epische Zwischensequenz zeigt, werden nun diese Eisblätter weggeräumt. Tada! Geht doch. Was für ein lustiger Sound. Ah, Feinde, endlich. Komm schon, ich brauche einen gewissen Gegner namens Stilva. Und da haben wir Stilva. Siehst du, man muss nur mal meckern. Manipulieren. Da fällt mir ein, wir können ruhig mal einen weißen Wind in die Gruppe hauen. Mal so ein bisschen heilen. Und es hat direkt funktioniert. Sehr gut, sehr gut. So. Genau, denn wir brauchen einmal Zauberatem als feines Können. Und ihr habt es auch gerade schon gelesen. Trine. Hallo, Trine. Mega geil. Und damit haben wir jetzt alle das Feines kennengelernt. Und ich glaube, das war's mit der Manipulation. Verdammt. Schnell nochmal. Aber wir haben gerade alle Zauberatem gelernt. Wo ist das? Schädigt Gegner durch Feuer, Eis und Blitz. Ist doch eigentlich ziemlich cool. Aber Trine ist natürlich das viel interessantere. Denn dieses sehr günstige Zauberkönnen, das haben wir halt noch nicht mit allen Charakteren. Nur mit einer Feindeskönnen haben wir das. 20 MP, viel Blitzschaden. Oh yeah. So, dann macht Red mal seinen heulenden Mond. Und danach macht Sid seinen Hypersprung. Und Cloud kann seinen großen Tripper mal schön lassen. So, ich weiß gar nicht mehr, was dieser heulende Mond bringt. Ich glaube, Hast, unter anderem für Red und andere Dinge. Egal. Und 6300 Schaden. Ich glaube, das dürfte reichen. Ja, manipulieren ist generell auch ziemlich mächtig, weil, ne, der Gegner hat einfach mal nichts gemacht in der Zeit. Ist schon ziemlich cool. Direkt zwei Feindes können gelernt, aber es ist noch nicht alles hier in diesem Dungeon und da draußen auch auf den Klippen gibt es noch einen weiteren Gegner, der ein weiteres Feindes können für uns bereithält, auf das ich ziemlich scharf bin. Also ich brauch's nicht unbedingt, aber man kann's ruhig haben, ne? Schaden tut's absolut nicht. So, Sid braucht die Kills und trifft natürlich daneben. Selbstverständlich trifft er daneben. Machen wir wenigstens Schaden? Naja, geht so. Okay, dann machen wir Trine. Mal gucken, ob das reicht gegen diese Viecher. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es reicht. Ja, ja. Macht auch weniger Schaden als Beta oder Aqualung, aber für die meisten Zufallsbegegnungen derzeit dürfte es noch reichen. Hey, seht ihr? Drachensprung erhalten. Perfekt. Aber ich befürchte, das wird Limit-Ebene 3 sein. Yep. Das heißt, wir müssen Limit-Ebene 2 noch ein paar Mal einsetzen. Doof. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Denn je später der Charakter im Team auftaucht, desto weniger muss man diese Fähigkeit noch einsetzen.
Das haben die schon extra so gemacht. Wäre ja auch sonst ein bisschen, naja, nicht unfair, aber das machen sie es einem ein bisschen leichter. Was haben wir diesmal? Ah, noch eine Stilver. Oh, sogar von hinten. Na, dann machen wir bitte ein bisschen Schaden. Ein bisschen Schaden, bitte, habe ich gesagt. Bestimmt können alle einmal angreifen, oder? Oh. Ich wollte Zid den Kill eigentlich spendieren, aber naja, habe ich wohl Pech gehabt. Halten ja gar nichts aus. Oder meine Leute sind so stark. Das kann es natürlich auch sein. Ich tippe fast eher Zweiteres. Wer hat bei mir eigentlich heilen? Ich glaube Zid, oder? Ja. Mhm, sehr gut. Was wollte ich noch machen? Nee, ich glaube sonst... Nee. Irgendwas hatte ich gerade im Kopf. Sorry, Leute. Machen wir einfach weiter. Und es muss wieder geklettert werden. Von daher erstmal aufrubbeln und ab dafür. Genau, da habe ich hier doch meine Notiz. Ich glaube hoch. Ja. Es erkennt man eigentlich auch mehr oder weniger. Ich meine, da wartet schon die nächste Flagge direkt auf uns. Das, ja. So, dann wieder aufrubbeln oder aufwärmen, bevor wir wieder einer kichert. Hier nicht. Aber ich brauche endlich mal diesen einen Gegner, bitte. Mehr als rumlaufen kann ich nicht. Geht doch. Ich will nur wirklich sicher gehen, dass ich dieses eine Feindeskönnen auch kriege. Nein, ihr seid's schon mal nicht. Definitiv nicht. Naja, kriegt ihr mal einen Trine von Zid, der braucht die Kills. Giftiger Barf, ey, das... Oh, das erhöht nicht nur meine Limitleisten. Das vergiftet uns nur und nervt. Als ob ich da jetzt groß Schiss vor habe. Ja, reicht auch. Sehr gut. So. Hey! Eine Ebene aufgestiegen, weil Cloud ja auch so schwach auf der Brust ist. Na Kerl, klettern wir halt weiter. Ich glaube, hier an der Stelle ist es auch ziemlich selbsterklärend. Natürlich nach rechts, natürlich. So, aufwärmen, wärmen, wärmen. Und gib mir eine Zufallsbegegnung, gib mir eine Zufallsbegegnung. Ich brauche sie. Wärmen. Komm schon. Und schon. Jetzt ist Daumen drücken angesagt, Leute. Und, na? Haben wir's? Jawoll! Und es ist einer der gefürchtetsten Gegner, den man im Spiel begegnen kann. Und nicht nur in diesem Spiel, sondern in vielen Spielen, meiner Meinung nach. Von allen, die keine Schleife tragen, trifft er den. Naja, alle tragen eine Schleife fast, außer Cloud. Und den trifft er natürlich mit Bio. Marlboros sind unglaublich gefürchtet. Zum Beispiel in Final Fantasy 8 sind sie auch genauso furchtbar. Hier in Teil 7 auch schon widerlich. Ey, guck, er heilt mich sogar. Ist das nicht nett? Naja, wusste ja nicht, dass ich gegen Eis immun bin. Und das sogar absorbiere. Aber jetzt warte ich auf eine spezielle Fertigkeit. Und zwar genau die Fähigkeit, die ihn so gefährlich macht, diesen ekligen Marlboro. Übrigens, es ist definitiv eine Anspielung auf die Marlboro-Zigaretten. Das ist kein Scherz. Ihr werdet auch gleich sehen, was die mit meinen. Erstens sieht man hässlich aus. Ist schon mal die erste Botschaft, die gerade vermittelt wird. Die zweite Botschaft kommt direkt gleich. Ach komm schon. Ich will jetzt nicht mit niemandem angreifen, am Ende töte ich ihn aus Versehen oder so. Aber, komm. Muss er vielleicht erst ein paar HP verloren haben? Vielleicht macht Red... Ja, Red macht einen Konter, okay. Seht ihr, allein deswegen darf ich schon nicht angreifen. Ja, ich warte.
Ach komm schon. Finde ich gut, dass du Sid angreifst, der kann es gebrauchen. Red eigentlich auch. Aber dem machst du ja immer null Schaden mit deinem gefrorenen Strahl. Jetzt mach's endlich, bitte. HP haben wir alle noch mehr als genug, keine Sorge. Endlich, böser Atem. Es ist nicht nur unterschwellig eine Botschaft, dass Graucher einen schlechten Atem haben. Es ist auch wirklich eine unglaublich böse Fähigkeit. Ihr seht es ja gerade an Cloud, der hat jetzt nicht nur Schlaf und Verwirren und Frosch, der hat ganz viele gerade Statusveränderungen auf sich drauf. Also, der ist gerade ziemlich am Arsch. Und das ist halt immer so. In Final Fantasy 8, in Final Fantasy 7, Marlboro hat diesen bösen Atem und der macht einen wirklich fertig, wenn man nicht gerade Schleifen hat, wie ich sie jetzt zum Glück gerade trage. M-Tentakeln, ich glaube, das ist so ein Item, das man als Waffe im Kampf benutzen kann. So, hat Cloud davon noch irgendwas über nach dem Kampf? Nö, sieht gut aus. Okay, so, tada, alle ein bisschen geheilt. Warm gerieben sind wir. Ja, und mehr wollte ich jetzt an der Stelle auch gar nicht. Also das war's erstmal mit Feindeskönnen, aber das sind auch 3 Stück, ne? Das ist schon, eine nette Zahl. Sackgasse. Oh, shit. Und ich habe vergessen, mich aufzurubbeln. Schnell. Ha, 34 Grad. Nicht gut. Ganz schnell warm machen. Ganz schnell. Oh, schon besser. Natürlich, ich muss ja dort lang klettern, wo auch die Flagge ist. Das ist ja noch nichts Neues. So. Und wieder aufwärmen und weiter geht's. Und schnell in die rettende, warme Höhle. Naja, ob die Höhlen warm sind, ist auch eine andere Sache natürlich. Aber interessant, da sind sie alle mal. Na, da haben wir doch direkt einen Speicherpunkt. Und dort links oben eine Truhe, die wir jetzt, ja, von hier aus nicht erreichen können. Werden wir diese Truhe erreichen? Und was werden wir noch in diesen Höhlen erleben? Natürlich eine Menge. Von daher, mein Name ist Alex. Bis zum nächsten Mal.